Ich setz mich hier hin wie ein Pascha. Ja. Mit meinen Latschen von. Fenerbahce. Schatz, bring mir mal ein anderes Oberteil. Warum? Ich sehe fett aus in dem Oberteil. Du siehst in jedem Oberteil fett aus. Hör auf mich zu verarschen. Das werde ich drin lassen. So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Diesmal wird es kein Vlog. Ihr habt auf Instagram euch dafür entschieden, dass Emre ein paar meiner Outfits bewertet. Bist du ready? Immer. Hey, aber du siehst nicht so aus. Du siehst voll müde aus. Auf jeden Fall werden die Outfits für den Frühling und für den Sommer sein. Wir fangen direkt an. Und mein Instagram-Account schreibe ich euch hierhin. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich ziehe mich um. Und du musst aber immer ehrlich sein. Du musst sagen, was... Nee, ich fälsche das Ganze. Du musst sagen, was dir gefällt, was ich noch besser machen könnte. Ich weiß, es gibt nichts zu meckern, aber trotzdem. Boah. Ich schwör's dir, Alter, wie kann man so eingebildet sein, ja. Nein, das Video wird uns lang. Victoria's Secret Sun, wir kennen das hier nicht. Okay. Wann bist du fertig mit deinem Model? Will ich genau so stehen. Okay. Ich bewerte nur das Outfit im Gesamtpaket, ne? Ja, also Hose, du kannst auch so... Das ist ja, glaube ich, eine Leggings, ne? Das ist eine Lederhose. Oder eine Lederhose, keine Ahnung, okay. So in diesem Stile sehe ich das zum ersten Mal bei dir. Ja. Sieht gut aus, hat so ein bisschen was Lockeres, so. Die Tasche habe ich wunderschön gekauft, das Oberteil. Also ich würde dem Outfit, weil es auch was Neues ist, weil du dich was getraut hast, eine... 8 geben. 8? Ja. Keine 10? 8. Raus jetzt. Warum 8? Raus! Ich bin Dieter Bohlen. Raus! Warte mal. Warum minus 2 Punkte? Warum? Acht, also du musst ja auch schon. Ja, okay, 8 ist gut, aber du musst. Warum keine 10? Ich muss gar nichts. Ich will eine 8 geben. Du musst aber schon Kritik. Du Leute, musst schon kritisieren. Ihr merkt es. Sie kann das einfach nicht. Sie kann nicht schlecht bewertet werden. Ich hätte auch eine 2 sagen können. Hammer, nein, aber du sagst, 8, du hast, 10. Warte mal, du sagst, du hast dich getraut. Ja, habe ich. Alter, für eine 10 muss das schon was Krasses sein. Ich habe dir eine 8 gegeben, was soll ich noch geben? Ach du Scheiße. Jalla, raus, nächste Ausbildung. Alles klar. 8. 8 gegen die Schuhe, die sehen scheiße aus. Hä? Raus. Wie heißen die? Mokassins, die sind richtig schön. Ich mach den Butterbohlen. Berivan, ist okay, jetzt geh raus, Heidel. Berivan. Jalla. Leute, gefühlt 15 Minuten sind wir. Mecker nicht! So. Locker 15 Minuten meines Lebens. Bist du bereit? Yes. Eigentlich müsstest du das so machen, dass du deinen Outfits einen Namen gibst. Das ist zum Beispiel die. Was soll ich denn für einen Namen nehmen? Möchte gerne französische Lady. Also, deinem Outfit würde ich. Komm. Es passt alles. Ja. Ich finde die Tasche so ein bisschen. Die Farbe gefällt mir nicht so gut, aber könntest du jetzt von sagen. Von der Tasche? Mit den Blumen habe ich das kombiniert, sagst du dann wahrscheinlich. Also, Birman, ich sag mal. Eine 8,5 bis 9. Ja. Okay, wie findest du das hier, dieses Einarm? Finde ich, du weißt, ich weiß nicht. Der mag sowas nicht, okay. Eine 9. Also ich finde, wenn das komplett zugewiesen wäre, das heißt also, wenn das hier auch auf dieser Seite, finde ich, wäre das eine 10, weil das dann auch so Geschäftsfrau-like. Weil so kannst du zum Beispiel nicht zu einem Geschäftstermin gehen. So, ich habe die Sachen auch nicht angezogen. Nein, ich sag das doch als Beispiel. Wir werten hier Outfits. Warum? Hör auf, meine Kritik jedes Mal
zu beantworten. Nee, okay, zu erwidern. Stopp, ich wundere mich nur, warte. Ich bin der Juror. Du gehst jetzt raus. Zieh dich um. Ich zieh mich um, aber stopp, das möchte ich wirklich aus dem Herzen rauslassen. So. Wenn ich mich anziehe, wenn wir rausgehen, sagst du jedes Mal, boah, ich liebe einfach dein Anziehen. Der nimmt das zu ernst. Jetzt machen wir Outfits bewerten. Ja. Du sagst zu mir, du hast mir bis jetzt nicht einmal 10 Punkte gegeben. Du hast erst 2 Outfits. Jalla, nächstes Outfit. Eine Outfit, Outfit. Outfit, ja. Eine. Ich werde heute gar keine 10 geben, Leute. Keine einzige 10. Heute wird es keine einzige 10 geben, die wird ausrasten. Eigentlich müsste dir jetzt dieses, kennt ihr dieses SpongeBob? Irgendwie da steht da 15 minutes later. Das müsste jetzt eingeblendet werden. Lässt du über mich? Ja. Die Welt dreht sich nur um dich, Billion. Es gibt nichts anderes. Ja, ja. Deine Welt dreht sich nur um mich. Und meine Welt dreht sich nur um dich. Bist du ready? Heide. Outfit 3. Emre, ich höre. Auf jeden Fall, Bilan, ich habe das Gefühl, seitdem du diese Tasche hast, trägst du keine andere mehr. Ja. Die Hose gefällt mir gut, die Farbe gefällt mir gut, ist mal was anderes. Ja. Das Oberteil ist auch schön. Ja. Aber ich finde am Oberteil, das ist ja glaube ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber das ist glaube ich mehr so dieses Bauchfrei, ne? Genau, und ich trage ja keine Bauchfrei, deswegen kann man zum Beispiel so ein Oberteil nur mit einer hochgeschnittenen Hose tragen, die kein Bauchfrei tragen. Okay. Schuhe passen gut. Also würdest du so mit mir rausgehen? Ich finde, egal wie du aussiehst, ich würde auch mit Pyjama mit dir rausgehen, das ist kein Problem für mich, Walla. Also kriege ich jetzt 10 Punkte von dir. Nein, für mich ist das eine 9. Auch eine 9? Ja. Oh, Ende, du bist gar nicht fair. Das ist für mich eine 9. Kein Problem. Ich werde dich gleich kaputt machen mit den anderen Outfits. Sag mal. Ich schwöre, die Bauch rasten. 35, 36. 58. Also meinst du so im richtigen Sommerlook? Genau. Mit diesen ekligen Latschen in meinem Wohnzimmer? Ja. Genau Sommerlook, wo es so richtig, aber richtig heiß ist. Die Hose gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das Oberteil gefällt mir auch echt gut. Wenn die Latschen nicht schön wären, hätte ich sie dir nicht gekauft. Diese Latschen habe ich mir selber gekauft. Also jetzt fängst du auch noch an zu lügen, oder was? Okay. Diese wirken, das habe ich mir selber gekauft. Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber es ist für mich eine 8. Guck mal, weißt du, wie das ist? Oh mein Gott, das schmeckt so lecker. Aber es ist ein... Ja, es ist für mich eine 8. Du sagst, die Hose finde ich richtig schön. Ich finde die auch wunderschön, diese Hose. Ne? Die hat mir bei Zara gekommen. Schau. Das sehe ich jetzt nicht. Ein Ende. Du nimmst dich wieder auseinander. Du sagst, boah, voll schön. Du hast überhaupt keinen Punkt, wo du mich kritisierst. Und dann sagst du zu mir eine 8. Es ist für mich eine 8. Weiter. Ich mache ihn jetzt kaputt. Das geht einfach nicht mehr. Die Hose, die habe ich mir letztes Jahr gekauft bei Zara. Guck mal bitte, wie schön die ist. Das ist so eine richtige Sommerhose. Diese schulterfreie Oberteile, ich liebe es. Ich ziehe sehr gerne schulterfrei an. Ist eine aber zu dir, Shit-Top. Geh weg. Shit-Top. Ich sage, Shit-Top. Nichts mehr. Jalla, eine 8 ist das nur. Benjamin, wie lange noch? Viel zu lange. Ey. In der Zeit habe ich schon dreimal geduscht und mich zweimal angezogen. Huh.
ein Blumenkleid. Okay. Ich sehe schon seine Augen, komm, die gehen schon zusammen. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Also, das mit den Gürteln, ne, das ist so, finde ich, du bist richtig altmodisch geworden. Hä, das trägt jeder. Du hast so ein bisschen versucht, glaube ich, so dieses Texas Cowboy, Cowgirl mäßig. Ich sag nichts zu ihm. Ja. Und wie findest du so? Es ist eine Tasche. Fünf. Es ist eine 5. Eine 5? Ja. Maschallah. Du gehst jedes Mal mehr runter statt hoch. Ey, wollte ich euch noch hochgehen? Soll ich eine 10 geben dafür? Ich finde das eine 5. Das ist eine 5? Ja. Mein Kleid. Ja. Mein Kleid. Ey, das ist doch eine 5. Also jeder, der mehr als eine 5 gibt, der hat auf jeden Fall Rosinen auf den Augen. Rosinen auf den Augen? Ja. Nächstes Outfit. Oh, ey, dich werde ich jetzt fertig machen. Schau ich mal. Gefällt mir wirklich. Also tausendmal besser, fast tausendmal besser als das vorherige Outfit auf jeden Fall. Der Rock gefällt mir gut. Die Kombination sieht sehr schön aus. So irgendwie gefällt mir das, bringt mir das so ein bisschen in Urlaubsfeeling. Ja. Eine gute 6. Ey, willst du mich verarschen? Willst du? Du sagst schon. Ey, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo, wenn irgendwas bewertet wird, die Teilnehmer sich so aufregen. Warte, ich krieg gerade keinen Luft vor Wut. Guck mal. Ey, ich schwör. Willmann, es gibt so viele Sachen, die du noch verändern kannst. Du könntest deine Haare anders machen. Ja. Du könntest ein, zum Beispiel ein viel, wie sagt man das, brettagösterischer Schmuck könntest du dran machen. Auffälligere Kette. Genau, auffälliger. Dein Gürtel könnte zum Beispiel auch anders sein. Weiß ich nicht. Diese Tasche hat sie jetzt schon zum 8. Wir haben 5 Outfits. Die hat schon zum 8. Mal die Tasche um. Ja, nee. Warte mal. Bisschen einfällt. Nein, okay, ne? Okay. Du kannst mal unseren Ehering tragen, den wir jetzt die ganze. Das sind alles Pluspunkte. Lava, kein Scheiß. Diese Schuhe hast du jetzt schon 3 Aber Mal die an. Schuhe, ey Leute, bitte. Der Rock. Und diese Schuhe, die passen auch richtig gut zusammen. Nein. Ja, ist doch egal. Du warte, mich bitte ich diskutiere nicht, aber ich möchte einen Punkt sagen. Weißt du was? Du hast ja vorhin gesagt, das ist definitiv schöner als das andere Kleid. Ich so, mein Mann wird mir jetzt 10 Punkte geben. Du gibst mir nur 6. Schatz, es ist, für mich ist das eine 6. Ich sag nichts. Für mich ist das eine 6. Ich sag nichts, Leute. Ich sag nichts. Ja. Vorbei. Nee. Kann man 20 Minuten Schuhe anziehen, ja? Bilbern? Ja, bitte? Ja, Schatz, bist du fertig? Ja. Come on! Ich hab schon richtig Angst zu gucken und dann zu bewerten, ne? Weil ich mir denke, du schlägst mich gleich. Hast du schon wieder so ein Blumenkleid? Ich liebe Blumenkleider. Okay. Also zu dem Gürtel hatte ich ja gerade auch schon was gesagt. Aber das ist in. Soll ich Gürtel hier dran machen oder was? Ich verstehe das nicht. Soll ich Gürtel hier dran machen? Das ist meine Meinung. Ja, okay. Weil du jetzt die ganze Zeit gemerkt hast, das ist eine 4. 4? Das ist eine 4. Du hast keine Tasche. Wo ist deine Handtasche? Ohne Handtasche. Das ist so ein. Das ist ein Luxus. Ja, es ist für mich eine 4. Ich kann nicht. Ich hätte gedacht, jetzt hier fast jedem Outfit eine 10 gegeben. Wenn du immer zu mir sagst, du hast so schön, du ziehst dich so schön an. Und so hätte ich mal lieber meinen Bruder hier hingestellt. Also. Ich kann nicht für alles eine 10 geben. Natürlich. Gönnen der Onsum. Aber gerçekte bedört. Gönnen. Also nochmal auf Deutsch, in meinem Herzen ist das eine 10, aber in Wirklichkeit eine 4. Dieter Bohlen wird sogar 3 geben. Du bist aber nicht Dieter Bohlen. Deswegen ja eine 4, ne? Sonst eine 3. Also, letztes Outfit, komm. Mach jetzt eine 10, Schatz.
das ja quasi beim Schreiben sehen, was ich alles erzählt habe. Die wird ausrasten. Aber ich werde es erstmal gleich auflösen, damit die kein schlechtes Gewissen hat. Das hier ist ein Outfit. Wir laufen so am Strand, deswegen barfuß. Wie diese Spüre gibt man. Ach, deswegen barfuß? Ja. Ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Soll ich zum. Wie willst du denn zum Strand kommen? War da okay, keine Handtasche? Keine Handtasche. Das eine Eins. Was? Was? Das ist eine Eins. Was? Gar kein Akzente. Wir sind im Urlaub, Schatz. Wir sonnen uns erstmal. Schatz, keine Akzente, keine Latschen, keine Tasche. Dann geh ich schlafen anziehen. Nein, vorbei, ist eine Eins. Willmann, du kannst jetzt nichts mehr machen, Schatz. Es ist einfach. Es ist eine Eins. Ich werde heute die 10 von dir bekommen. Sie sind nein, Mama, nein. Ich habe Latschen angezogen. Du hast zu mir gesagt, du hast keinen Latschen an. Ich habe zu dir gesagt, bemühe dich, Schatz. Mach eine 10 jetzt, letzte. Du machst eine Eins. Das ist, ey, Mädels, ihr fühlt mit mir, oder? So, meine Lieben. Leute, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Unser Akku war leider leer. Genau. Wir waren dort stehen geblieben, als Petermann gesagt hat, Leute, könnt ihr das nachvollziehen? Mein Look, bla bla bla. Das war eine Eins. Das ist auch eine Eins. Du warst doch bei einer Zwei. Ich, die Kamera geben. Ich schwöre es euch, in diesem Video, wir werden uns richtig hassen. Besser gesagt, wir hassen uns. Es ist auf jeden Fall eine Eins, Schatz. Ja. Soll ich jetzt sagen oder willst du das sehen, wenn wir das Video schneiden? Nee, sag mal. Guckst du an, wenn wir das Video schneiden, mein Schatz, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, aber sag mal, was meinst du denn? Was hast du für eine Scheiße über mich erzählt? Schatz, auf jeden Fall, die Leute wissen das schon jetzt. Ja, ein bisschen doof, aber ich habe gesagt, egal was Bilba macht, ich werde ihr keine 10 geben. Warum? Sag mal, warum? Ich hab gesagt, das letzte Outfit, egal wie gut das aussieht, werde ich mit einer 1 bewerten. Die wird zu ausrasten, habe ich gesagt. Immer wenn du dich umziehen warst. Du bist assi. Dann bin ich dann zur Kamera gegangen und habe gesagt, Leute, merkt ihr, wie die ausrastet, gleich wird es noch schlimmer und so. Also hast du dich... Eigentlich habe ich dich geprankt, Schatz. Also warte mal, also würdest du mir... Okay, würdest du mir für jeden Outfit 10 geben? Nein. Egal. Also es gab ein paar Outfits, das waren eine 10. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das mit dem grünen Rock, das fand ich richtig gut. Das war, finde ich, eine 10. Das ist auch eine 10. Es gab auch ein paar Outfits. Also eigentlich war nichts schlechter als eine 7, sag ich dir ganz ehrlich. Danke sehr. Egal, welche Punkte du mir gibst, trotzdem liebe ich dich. Das ist gelogen. Habt ihr gemerkt, wie ihr mich gehasst hat? Die hat mich richtig gehasst, Alter. Ja, ganz ehrlich, ich ziehe, versteht ihr? Nein, das Problem ist, du siehst mich ja jeden Tag und jedes Mal sagt er zu mir, wow, du hast wieder mal richtig auf Kacke gehauen. Obwohl ich so finde, ich ziehe mich eigentlich so ganz normal an, ne? Jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Das sag nicht Walla. Das sag ich auch nicht. So, das sagt er mir immer und dann hier gibt er mir 5-6 Punkte. Ja, wie du ausgerastet bist, Alter, wegen Yüzünü, gerçek yüzünü gösterdin bize, evet. Leon. Öyle. Hayat. So, Leute, meine Lieben. Ich muss jetzt kochen gehen. Genau. Hilfst du mir beim Kochen? Hilfst du mir beim Kochen? Nein, weil ich räume auf. Ey, Bilhan, ich werde so krass Creme oder Jumurta machen. Ich mag das aber nicht. Seit ich mag über keine Eier. Einer Woche, ich habe so Bock abends drauf. Ne? Boah, ich werde das so krass machen. Ich wollte das für ihn machen, da hat er gesagt, Schuss! Nein. Auf jeden Fall, meine Leute, Süßen, gib mir. Abonniert den verdammten Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Genau. Geht auf Instagram, abonniert Bedewans Instagram-Kanal. Genau. Viel Spaß beim Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es sollte einfach ein bisschen lustig werden. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben und habt einen wunderschönen Tag. Ciao. Und ihr könnt gerne die Outfits in den Kommentaren bewerten. Ich bin auf eure Bewertung gespannt. Guck mal, wenn ich so mache, sieht man dein Gesicht nicht, Schatz. Ja, aber hier sieht man mein Gesicht. Ciao. Ciao.